Alter Schwede, dieses auf gut Deutsch gesagt Arschloch. Es war eine frickin' Falle. Hier ist gerade eine riesige Atombombe losgegangen. Verlöten? Manu, Vorsicht hinter diesen Xarons-Wachen, Alter! Hier ist verstrahlter Sand. Vorsicht. Oh Gott, Alter. Oh, warte mal. Ja, gut, dass ich Kleopatra mitgenommen habe. Oh, Alter, hätte ich Kleopatra dabei gehabt, die wäre nur noch Pudding. Okay, Pudding wärst du nicht, aber du wärst... Irgendwas anderes sind auch. Dann wollte er. Oh nein, sie stirbt wegen der Radioaktivität. Alter, dann wollte er sie mit umbringen oder was? Ja. Xaroth. Ja, dem ist einfach alles egal. Mann, wo ist mein Pferd? Ich glaube, das ist tot. Ey, lass uns ganz schnell zurück ins Dorf gehen. Okay. Nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Alter Falter. Das wäre echt beinahe in die Hose gegangen. Ja, aber dann hat er doch auch gerade ein paar Lakaien von sich selber getötet, oder nicht? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieser Ratzfratz auch komplett draufgegangen ist. Weil ich meine, okay, oder er ist ganz schnell weggelaufen. Ich meine, ich habe es ja auch überlebt. Wenn der das wusste, dann ist da auf jeden Fall alles locker easy. Aber locker. Ansonsten hat es den richtig zerfetzt. Ist da vorne noch das Chocobo? Ja. Nice. Okay, Doki, dann habe ich wenigstens irgendwas, mit dem ich wieder zurückreiten kann. Hey! Guten Tag. Jetzt können wir dich mitnehmen. Endlich jetzt. Ist das doofe Pferd weg. Ja, Mann. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch ein Pferd. Oh nein. Was können die schwarzen Dinger? Die waren eigentlich auch ganz krass, oder? Die schwarzen Chocobos? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal mit Edgar... Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir dem armen kleinen Schlawiner sagen, dass wir Claudia irgendwie doch nicht haben. Aber was ich mich frage ist, warum haben die so eine Bombe nicht einfach bei uns in der Base? Also ich meine, okay, sie kommen vielleicht. Ja, wie willst du die denn da hin? Ja, die kommen so einfach nicht. Geht das auch nicht. Ja. Okay. Aber wer hat die Technologie? Ich meine, wir haben Professor Ente, aber es muss noch irgendeinen anderen kranken Wissenschaftler geben, der irgendwie auch imstande ist, irgendwelche Atombomben zu craften. Keine Professor Phase. Ente 2. Ja, oder irgendwie sein Meister, sein Schüler. Irgendwas in der Richtung, ein Klon vielleicht? Sein böser Klon. Ja, Professor Ente hat sich auch irgendwie 3 oder 4 Mal hat er sich geklont. Warum? Ja, weil es einfach einfacher für ihn ist und er so produktiver sein kann. Ich meine, stell dir vor, Manu, wenn du 4 von deinen Klonen hättest, wie viele Videos du produzieren könntest, wie viele Videos du schneiden könntest. Oh ja. Der eine nimmt auf, der andere schneidet direkt. Ja, guck mal. Der eine würde jetzt mit P-Dizzle hier aufnehmen. Und der andere würde schon am anderen Computer schneiden. Ja, dann lass doch mal... Lol, bin ich falsch? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade bei Xaroth an der Burg. Ja, ja, da müssen wir auch vorbei. Ja. Ich meine, ich glaube auch in ein paar Jahren würde es definitiv menschliche Klone geben. Also, da bin ich mir eigentlich. Wir haben es doch schon geschafft. Was? Irgendwie, also soweit ich weiß, haben die... Da schon irgendwas hingekriegt. Ich weiß auch nicht genau, was ich das weiß, war. Das Letzte, was ich wusste, ich bin da auch echt nicht so up-to-date, dass sie mal ein Schaf geklont haben. Ja, ja. Ja. Schaf Dolly. Das war 2004 oder so, ja, oder 5. 76 in Vegas. Ah, nee, in Paris. Stimmt, da war ja was. Ach, wir beide in Paris. Ja. Ey, verrückte Zeit. Kleopatra ist auch schon eine smarte... Ich meine, mit der müssen wir... Die würde ich jetzt in meinen Keller sperren, tut mir leid. Was sollen wir überhaupt jetzt mit Kleopatra machen? Ja, in meinen Keller damit. Ihr könnt das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Was sollen wir jetzt mit... Also wir werden Keller, natürlich erstmal... Keller! Keller! Hier ist, guck mal, hier vorne ist noch sein... Hier ist Saruts ein Kind. Bote. Was? Uiuiui, Al Jackson ist die Mutter. Wo ist Kleopatra? Wer ist der Vater? Ach, da. Und der Vater ist Damien. Wieder irgend so eine Wache, die hier... Irgendwie ran... Kann das Ding? Ah, nee. Ich pack dir jetzt springen. In meinen Keller als Zweitfrau. Komm schon, Chocobo! Komm schon! Ey, das kann doch nicht sein, dass du nicht hier rüberkommst. Hier ist Ding Dong, Al Jackson meint nicht, ist noch ein Sohn geflüchtet. Alter, was ist denn falsch? Ding Dong, warte mal. Ach, Edgar, ey. Was geht ab, Bro? Wo ist Claudia? Wie lief die Übergabe? Es tut mir leid, Edgar, aber es war eine Falle. Claudia ist immer noch im Besitz von Schmetgar und Xaroth. Diese Mistkerle. Und was nun? Ey, Edgar, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal mit General Dida reden. Okay. Mal gucken, was die da vorschlägt, was wir jetzt in Zukunft da machen können. Und wie lief die Übergabe? Sie haben uns eine Falle gestellt mit einer Atombombe. Eine Atombombe? Wie das klingt. Ja, ey, Xaroth und Schmetke haben echt keine Ehre. Die haben keine Ehre, Mann, sagt selbst General Dieter. Ich schwör, Junge, keine Ehre.
Was sollen wir nun tun? Xaroth scheint seine Frau scheißegal zu sein. Ist auch so, ey. Scheinbar, aber vielleicht gelangen wir durch sie an praktische Informationen. Bis dato hat sie uns nichts erzählt, aber jetzt, wo sie weiß, dass Xaroth selbst seine eigene Frau opfern würde, ein Versuch ist es wert. Klingt einleuchtend, Dieter. Aber in meinen Keller. Steck sie zurück in die Zelle. Ich werde versuchen, ein paar Informationen aus ihr rauszubekommen. Ja, Manu, erstmal wird sie nicht in deinem Keller landen. Nein, komm mal her, mein Keller ist eine Zelle. Ja, Manu. Guck doch. Wer bist du denn? Tristan, der ist schon Waffenmeister. Der ist noch nicht mal Was? Alter, der ist 10 Jahre alt. Und dann schon Waffenmeister? Ja, Alter, der ist ja krass. Junge, läuft bei ihm. Da. Wenn ich jetzt hier den Hebel wegmache, dann kommt keiner mehr raus. Oh Mann, ey, wo ist die denn? Ich sehe die nicht. Da in der Ecke, hier, warte, hier irgendwo ist die. Okay, du solltest aber... Guten Tag. Hallo, guten Tag, Kinder von German Let's Play. Guten Tag, mein Name ist Paluten, ihr kennt mich sicherlich. Sollte Kleopatra versuchen zu flüchten oder irgendjemand versucht hier, abgesehen von uns beiden, in diesen Keller zu gelangen, dann schlagt ihn tot. Esst ihn, meine Kinder. Boah, Alter, wie viele Kinder ich habe. So, ich muss langsam echt mal größer werden, ne? Nö. Ja, okay. Nee. Wer ist das denn, Alter? Jalen. Der hat sich auch reingeschmuggelt. Jalen? Jalen. Ah, Vater, nee. Mutter, Plotünchen, also mein Kind. Ja, aber wie ist der denn hier reingekommen? Ja, der wurde hier gezeugt. Ach so. Das ist mein Enkelkind. Junge, hier macht... Und mit wem ist der jetzt? Und der ist verheiratet mit Younger L. Jackson. Hä? Younger L. Jackson ist mein Kind. Ja, aber ist das eine Frau? Kann sein, ja. Alter, hier wird... Mann, du hast so eine richtige Inzuchtbude. Das ist nicht mehr normal. Ja, normal, die schlafen ja auch alle zu 10 in einem Bett. Okay, Leute, ihr wisst... Und der German Let's Play, das ist ja mein Sohn. Oh, der hat noch ein Geschenk für mich. Huh? Und hier ist... ich habe gerade 12 Dias bekommen. Ja, von meinem Jungen. Ernsthaft? Das war ein Geschenk. Das war ein Hochzeitsgeschenk. 12 Dias hier. Er ist halt... Sie sind weg. Was? Alter, ernsthaft? Die haben sie weggebackt. Wer hat die eingesteckt? Warte, ich kann... Keiner. Jetzt habe ich nochmal ein Geschenk von ihm bekommen. Die haben sich gerade weggebackt. Toll, jetzt kriege ich Holz. Ey, die haben aber alle noch Geschenke für mich. Und hier... Lol, ja, dann viel Spaß. Alter, Brot und alles. Okay, Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Kloppt sie nieder, falls hier irgendwas Korruptes passiert. Aber die können doch hier einfach die Tür öffnen mit dem Schalter. Ja, das können... Ja, aber sie sehen das ja, Alter. Da sind 30 Wachen. Okay, das ist... Eigentlich ist es wirklich gut. Und die sind auch gut ausgebildet. Ihr Vater ist ja... Oh ja, ein richtiger Schläger. Der ist ein richtiger Schläger. Ohne Witz. So, warte mal, wir haben ja in der letzten Folge herausbekommen, dass irgendwie deine Statue hier nicht mehr ganz so geilomatico ist. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich gönn mir mal ganz kurz hier nochmal. Vielleicht haben die auch nur eine gewisse Haltbarkeit. Ich habe da echt keine Ahnung. Ja, toll. Dann bauen wir hier einen fetten Altar für alle. Und dann sehen die nachher alle gleich aus. Ja, das wäre echt nervig. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich mache hier draußen ein paar Paluten. Zack. Randomize. Sculpt. Und dann kommt da nur so ein Pidissel. Das ist keine Paluten. Hä? Woran liegt das denn? Willst du mir mal geben? Ja, warte. Paluten, Randomize. Ja, ich gebe dir den nochmal. Du hast ja auch den anderen gemacht. Ja. Warte mal, ich mache mal so. Sauberen Stein. Ist es denn da? Okay, German Let's. Man sieht ja meistens schon in der Vorschau, dass es... Nee, ja, eben, das ist auch nicht richtig. guck mal. Ja? Warte. Ich bin schon ganz aufgeregt. Machst du ein Pidissel? Warte. Ich hatte noch nie eine Statue. Wie sieht der denn aus? Oh Gott. Das bist nicht ich! Was macht der denn? Das ist wirklich Manuel L. Jackson, weißt du? Ja, Matthias. Der fällt gerade. It's a Thriller! Ey, komm mal! Aber warte, was auch noch wichtig wäre, Leute, schreibt doch gerne mal auch in die Kommentare, wer es verdient hätte, bis dato in diese Ruhmeshalle zu kommen. Wir haben ja zum Beispiel, ey, was ist eigentlich mit Nibbles und so? Unsere Spione in dem Schloss. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir mit denen ans Schloss gegangen sind? Ich frag mich, ob die abgeschlachtet wurden. Ach, ist doch egal. Da ist Pidissel! Hi! Pidissel, Yeah! Bin jetzt noch? Richtiger Tänzer. Wer hätte es denn noch verdient, da hinzukommen?
Ich würde sagen, Dena ist ein Match. Dena hätte auf jeden Fall... Ja, aber Dena scheint irgendwie nicht zu gehen. Okay. Aber warum? Aber weil du vielleicht noch hier oben einen Block hast. Das kann sein. Ah, guck mal. Oh. What the fuck? Jetzt hat er den da oben genommen. Ja. Okay, mal gucken. Dena TV. Ja? Nee. Funktioniert nicht? Nee, randomize. Achso, das sind die... Dass das immer so rumbuggt. Aber hier werden wir auf jeden Fall noch wesentlich weiter arbeiten. Hier haben wir wenigstens schon mal ein paar Looten. Ich hoffe mal, dass er in der nächsten Folge nicht wieder zu much wird. Und Melina L. Jackson ist echt die einzige... Ist sein einziges Kind, was mal Tageslicht gesehen hat, oder? Hallo, Lady. Ach, nee. Folge mir. Da gibt's noch mehr. Aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Also, echt? Wo das Problem ist. Also, es ist ein ganz komischer Bug. Aber immer, wenn man dann die Herstellungsart ändert, geht's wieder. Ah. Also jetzt mache ich gerade aus Holz den Dena und jetzt haben wir hier einen Dena rumstehen. Perfekt, okay, das ist nice. Hallo Cameron, guten Tag, mit dir verheiratet. Wie geht's dir eigentlich? Du könntest echt mal wieder ein bisschen was kochen. Ach, du hast wieder keinen Fuel. Ohne Witz, ey. Das ist echt skandalös. Wir werden auf jeden Fall, müssen wir auch noch mit Professor Ente reden, wegen dem guten alten ME-System. Das wäre auf jeden Fall noch eine smarte Sache. Aber Leute... Ich denke, das soll's für heute gewesen sein. Auf jeden Fall krasse Masse. Wir haben die atomare Explosion überlebt. Wenn, ziemlich knapp, aber wir haben es überlebt. Werden jetzt auf jeden Fall gucken, wie wir irgendwie... Ich hoffe mal, dass General Dieter aus Kleopatra ein paar Informationen herausprügeln kann. Obwohl, nee, das möchte ich ja auch, um Gottes Willen, nein, Dieter ist... Das hast du aber Peace. Schön gesagt. Ja, nee, das war... Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das war... Ich bin manchmal ein bisschen schizophren. Ausklappen. Nee, er wird mit ihr talken und dann wird sie hoffentlich auch einsichtig sein. Ich meine, ihr eigener Mann wollte sie killen oder hat gesagt, ja egal, durch atomare Explosion, was soll's. Hauptsache dieser Paluten ist weg. Also, hat aber nicht funktioniert. Mann, hat nicht funktioniert, Digga. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann sehen wir uns morgen in alter Frische um 14 Uhr wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.